Die gerade g wird durch zentrische Streckung auf die gerade g' abgebildet. Berechne die Gleichung der fehlenden Geraden. Wir haben g' mit y' ist gleich 2x' plus 1, das Zentrum z mit minus 1, 2 und den Streckfaktor k mit 2. Um jetzt die fehlende Geradengleichung herauszufinden, noch ein bisschen Vorwissen aus der zentrischen Streckung. Wenn wir hier unser Streckzentrum z haben und hier der Punkt p und es ist gefragt, wo liegt der Punkt p', können wir einfach hergehen. Im Prinzip die Strecke ZP abmessen, mit K multiplizieren und nochmal abtragen. Und dann erhalten wir hier zum Beispiel den P'. Also nochmal aufgeschrieben, die Länge von ZP' lässt sich berechnen aus K mal ZP. Und genau diese Abbildungsvorschrift brauchen wir auch, also die funktioniert fast gleich, nur dass wir nicht mit Streckenlängen arbeiten, sondern mit Vektoren bzw. Pfeilen. Also der Pfeil von z nach p' lässt sich berechnen aus k mal der Pfeil von z nach p. So, jetzt brauchen wir natürlich noch p' und p. Den p wissen wir momentan gar nichts, also nennen wir den einfach xy. Aber über den P' wissen wir etwas, nämlich der liegt ja auf dieser abgebildeten Geraden und die hat die Gleichung y' ist gleich 2x' plus 1. Also nehmen wir einfach einen beliebigen Punkt auf dieser Geraden g' und der heißt jetzt zum Beispiel x' und y'. Und das y' haben wir hier schon stehen mit 2x' plus 1. Also setzen wir das einfach ein. Also hier kommt die Geradengleichung ein mit 2x' plus 1. Na, auch nochmal den Hinweis, diese Variable x käme im Prinzip mehrmals vor. Deswegen muss man die von p' diese Variable unterscheiden in Bezug zum der Variablen x von p. Ja, also hier ist zwar ein x und hier ist zwar ein x, aber das sind zwei verschiedene Werte. Deswegen dürfen die nicht gleich sein. Deswegen mache ich da jetzt oben einen Strich hin. Man kann es vielleicht auch mit x1 benennen oder xp und xp', je nachdem. Sie müssen auf jeden Fall verschieden sein, dass man die nicht aus Versehen zusammenrechnet. So, und jetzt geht es im Prinzip nach der Abbildungsvorschrift los. Ich schreibe es nochmal hin. Also, der Pfeil von zp' lässt sich berechnen mit k mal der Pfeil von zp. Und Pfeile stellen wir über Spitze minus Fuß auf. Das bedeutet, wir starten mit p', dessen Koordinaten stehen hier mit x' und 2x' plus 1 und ziehen jetzt davon den Fuß ab. Der Fuß ist jetzt Zentrum z, also mit minus 1 und 2. Ist gleich k mal, also 2 mal und jetzt nochmal das gleiche, Spitze minus Fuß. Die Spitze ist in dem Fall p, also xy minus und jetzt nochmal das Zentrum z abziehen, minus 1 und 2. So, daraus ergeben sich jetzt im Prinzip zwei Zeilen, eine obere Zeile und eine untere Zeile. Ich mache jetzt mal so einen Trennstrich durch. Also wenn ich hier so einen Trennstrich durchmache, dann sieht man die zwei Zeilen besser. Und diese zwei hier, also unser Streckfaktor k, der geht sowohl auf die obere Zeile als auch auf die untere Zeile. So, wir dröseln jetzt die beiden Zeilen auf. Machen daraus eine Gleichung 1, das ist die obere, mit x und minus minus 1 ist plus 1, ist gleich 2 mal, und jetzt Klammer nicht vergessen, x wieder minus minus 1, also x plus 1. So, genau das gleiche wird dann nachher mit der zweiten Zeile auch gemacht. Ich mache jetzt nur einen Zwischenschritt noch zwischendrin. Nämlich, ich muss diese erste Zeile nach einer Variable auflösen, die ich dann in der unteren Zeile im Prinzip wieder einsetze. Dafür gehe ich wie folgt vor, ich gucke nach, welche dieser Variablen taucht sowohl in der oberen als auch in der unteren Zeile auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel die hier hernehme mit xy, das x ist nur oben und das y ist nur unten, bringt mir also gar nichts. Wenn ich vorne schaue, da habe ich oben einen x' und unten einen x'. Das bedeutet jetzt in diesem Fall, ich muss die Gleichung 1 nach x' auflösen. Also immer nach der Variable auflösen, die in der oberen sowie in der unteren Zeile auftauchen. So, nach x' ist jetzt hier gleich aufgelöst, weil ich muss nur noch die plus 1 hier wegschaffen mit minus 1. Dann heißt es, x' ist gleich, diese Klammer hier löse ich auch noch schnell auf, 2 mal x sind 2x, 2 plus 1 sind 2, minus 1 sind 1.
So, dann kommen wir zu Gleichung 2, also der unteren Zeile. Erstmal abschreiben, 2x' plus 1, kann ich gleich zusammenfassen, plus 1 minus 2 sind minus 1, ist gleich 2 mal, Klammer auf, y minus 2. So, jetzt kann man zwei verschiedene Wege gehen, entweder erst einsetzen und dann vereinfachen oder im Prinzip nach y auflösen oder erst nach y auflösen und dann einsetzen. Ich löse jetzt erst nach y auf, weil es kann sein, dadurch vereinfacht sich der Term etwas, sodass man beim Einsetzen dann im Prinzip eine schönere Gleichung hat oder einen schöneren Term hat. Also 2x' minus 1 ist gleich, Klammer auflösen, 2 mal y sind 2y, 2 mal minus 2 sind minus 4. Dann wie gesagt, ich muss jetzt nach y auflösen, also mit plus 4, dann habe ich 2x' minus 1 plus 4 sind plus 3, ist gleich 2y und dann noch geteilt durch 2. Kann jetzt entweder als Bruch schreiben oder ich dividiere beide Summanden durch 2. 2 geteilt durch 2 ist 1, also x'. Einmal x' oder hier kann man auch als x' schreiben und plus 3 geteilt durch 2 sind plus 1,5 ist gleich y. So, jetzt wird eingesetzt, nämlich das, was ich hier für x' im Prinzip rausbekommen habe, muss ich jetzt für dieses x' einsetzen. Also 1 in 2 eingesetzt und dann folgt daraus 2x plus 1 plus 1,5 ist gleich y. Dadurch, dass ich jetzt aufgelöst habe, muss ich hier gar nicht mehr viel machen, nämlich nur die linke Seite vereinfachen und der Form halber kann ich es noch umdrehen und beginne mit y ist gleich 2x und jetzt 1 plus 1,5 sind 2,5 und das ist dann meine ursprüngliche Geradengleichung.